Delphin hat sich mittlerweile eine richtig schicke Rüstung zugelegt. Vorher immer in der Lederkluft, jetzt mit solchen Eisenplatten. Gut, gut gemacht, hm? Leider werden die weiblichen Rundungen da drin nicht so wahnsinnig positiv bestärkt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig bei einer Rüstung, die das Leib und Leben schützen soll. Naja. Aber wenigstens sehe ich gut aus in meiner Rüstung. Ich muss sagen, also wirklich sehr stattlich mit den Hörnern und den ganzen Drachen-Spikes und so mit dem tollen Bogen. Naja. Ja, sie sind schon alle da. Wir sind mal wieder einer der Letzten und haben ganz hinten den Platz. Jarl. Hallo, Tullius. Nochmal ein Jarl. Legat. Meine Damen und Herren. Setzt euch, damit wir anfangen können. Schön, dass ihr alle da seid. Setzen wir uns. Fangen wir an. Jetzt, wo alle hier sind, solltet ihr euch setzen, damit wir beginnen können. Ich hoffe, dass wir alle hier uns im Geiste des... Nein, ihr beleidigt uns, indem ihr sie zu dieser Verhandlung mitbringt? Eure wichtigste Talos-Jägerin? Das hat ja nicht sehr lange gedauert. Das ist taktvoll. So wie immer. Ich habe jedes Recht, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Ich muss sicherstellen, dass hier nichts vereinbart wird, was gegen die Bedingungen des Weißgold-Konkordats verstößt. Sie ist Teil der kaiserlichen Delegation. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, wen ich zu diesen Verhandlungen mitbringe. Bitte. Wenn wir erst über die Bedingungen der Verhandlung verhandeln müssen, werden wir nie ans Ziel kommen. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, sich die Meinung des Drachenblutes dazu anzuhören. Bei Ismirs Bart. Diese Kaiserlichen haben Nerven. Was? Ja, unmöglich. Zu denken, dass ich mich mit dieser Talmor-Schlange an einen Tisch setzen würde. Entweder sie geht oder ich gehe. Ach ja. Was soll schon sein? Also möchte Tullius sie eigentlich. Also die. Was soll schon sein? Tullius möchte sie ja nicht mal selber hier haben. Wirklich nicht. Vielleicht. Aber sie hierher zu bringen, ist eine bewusste Provokation. Tullius muss erkennen, dass ich mich nicht herumschubsen lasse. Ja. Gib Tullius diesmal nach. Er wird später noch Zugeständnisse machen müssen. Hm. Das halte ich für einen Fehler. Aber dieses Mal will ich mich eurem Urteil beugen. Aber sie soll nur beobachten, sonst nichts. Mit ihr verhandeln wir nicht, ist das klar? Ulfric, warum so feindselig? Nicht die Talmor verbrennen eure Höfe und töten eure Söhne. Sie sollte auf unserer Seite sein? Genau. Nein, diesmal nicht. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Los geht's. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen. Es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen. Damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Das ist alles. Ich betrachte schon das Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Geste. Seid ihr fertig? Seid ihr nur hergekommen, um Reden zu schwingen, oder kommen wir endlich zur Sache? Ja, bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Jarl Ulfric, General Tullius, einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor gegeben. Wir versammeln uns hier auf Wunsch des Drachenblutes. Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir an. Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Darum seid ihr also hier, Ulfric? Ihr wagt es, die Graubärte zu beleidigen, indem ihr diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elisif, ich werde... General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elisif,
Ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ulfric, ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass wir Markarth am Verhandlungstisch aufheben. Ihr versucht bei den Verhandlungen das zu bekommen, was ihr euch im Kampf nicht holen konntet. Ist es das? Ich bin mir sicher, dass Jarl Ulfric nicht davon ausgeht, dass er etwas ohne Gegenleistung bekommt. Ja, das wäre absolut untypisch. Was würde das Kaiserreich als Gegenleistung erwarten? Wartet! General, ihr wollt Markarth doch nicht einfach diesem Verräter übergeben. Und so belohnt uns das Kaiserreich für unsere Loyalität. Genug. Um einmal eins klarzustellen, diese Verhandlungen waren nicht meine Idee. Ich halte sie für eine Zeitverschwendung. Ihr seid ein Verräter des Kaiserreichs und verdient den Tod eines Verräters. Aber ich verhandle wenigstens mit guten Vorsätzen. Da wir alle auf euren Wunsch hier sind, würde ich gerne erfahren, was ihr denkt, wie viel Markarth wert ist. Das, also ich muss ehrlich sagen, mir fällt da so ein Ort ein, da hinten, irgendwo an der Seite, Dämmerstern, scheint ein fairer Tausch zu sein. Als Gegenleistung für Markarth, der größten Silberquelle von Himmelsrand? Wohl kaum. Rifton scheint mir die bessere Wahl zu sein. Gut befestigt, einfach über den Honrichsee mit Nachschub zu versorgen. Und dann der ganze Met, den wir trinken können. Tja. Also, es hätte aber auch durchaus Vorteile, Dämmerstern zu besitzen. Wirklich. Das reicht nicht, um den Verlust von Markarth aufzuwiegen. Wenn Reach in den Händen des Feindes ist, dann ist unsere komplette Position in Einsamkeit bedroht. Ihr habt mich nach meiner Meinung gefragt, die habe ich euch soeben gesagt. In Ordnung. Ich hatte gehofft, ihr könntet eure Loyalität dem allgemeinen Wohl unterordnen, aber wie ich sehe, steht ihr fest hinter Ulfric. Dennoch, ein weiterer Hafen würde unsere Nachschubsituation deutlich verbessern. Nun, das ist wohl besser als nichts. Aber Ulfric wird sehr viel mehr bieten müssen, wenn er will, dass ich ihm Markarth kampflos überlasse. Das Drachenblut hat gesprochen, Tullius. Markarth ist unser. Jetzt werden wir sehen, ob etwas hinter eurem Gerede von Treu und Glauben steckt. Ich mache euch keinen Vorwurf, Drachenblut. Ihr habt das Beste aus einer schlechten Situation gemacht. Aber ich erkenne jetzt, dass dies keine echten Verhandlungen sind. Ich kenne euch, Ulfric. Wenn ich euch Markarth überlasse, kommt ihr mit der nächsten Forderung. Ihr werdet das Kaiserreich nie bezwingen, und das wisst ihr auch. Dennoch seid ihr bereit, Tausende für eure selbstsüchtigen Ziele zu opfern. Früher oder später werdet ihr euch unter der Axt meines Henkers wiederfinden. Und dann wird kein Drache da sein, um euch zu retten. Wie immer sind die wohlfeilen Worte des Kaiserreiches nichts wert. Halt! Seid ihr der Gefahr gegenüber so blind, dass ihr nicht über eure kleingeistigen Streitigkeiten hinwegsehen könnt? Ihr sitzt hier herum und streitet wegen nichts, während das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht. Gehört er zu euch, Delphin? In dem Fall sollte er besser aufpassen, was er sagt. Er gehört zu mir. Und ich würde euch beiden raten, zuzuhören, was er zu sagen hat, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Versteht ihr nicht, welche Gefahr uns droht? Versteht ihr nicht, was die Rückkehr der Drachen bedeutet? Alduin ist zurückgekehrt. Der Weltenfresser. Jetzt im Augenblick verschlingt er die Seelen eurer gefallenen Kameraden. Er wird mit jedem Soldaten mächtiger, der in eurem sinnlosen Krieg fällt. Könnt ihr nicht angesichts dieser tödlichen Gefahr euren Hass nicht einmal einen einzigen Augenblick lang zurückstellen? Das wäre gut. Wohlfeile Worte. Aber was hat das zu tun mit... Ich weiß zwar nichts vom Ende der Welt, aber diese Drachenangelegenheit gerät außer Kontrolle. Wenn dieser Waffenstillstand dazu beiträgt, dass dieses Drachenblut hier dieser Bedrohung ein Ende bereitet, haben wir beide etwas davon. Vergesst das nicht, Ulfric. Aber zurück zum Geschäft. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Markarth zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Bei Schors Knochen, wo werden diese Forderungen noch enden? Dann lasst hören.
Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Kartwasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen! Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen, nicht einmal als Vergeltung für das Massaker bei... Unser Heimatland, Tullius. All das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Ihr wart bis jetzt gerecht. Was sagt ihr zu unserer Forderung? Ulfric sollte euch für Kartwasten entschädigen. Gut gesagt. Endlich werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Das ist wohl der fairste Handel, auf den wir hier hoffen können. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric, General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Ulfric wird den Truppen des Kaiserreichs Zutritt zu Pale gewähren. Skald der Ältere wird ins Exil gehen und Brina Merilis wird Jarl. Die Sturmmäntel werden eine angemessene Entschädigung für das Massaker bei Kartwasten bezahlen. Ihr beide stimmt dem zu? Ich sollte keine Bedingungen akzeptieren, die das Kaiserreich so eklatant bevorzugen. Doch unter den gegenwärtigen Umständen bleibt mir keine andere Wahl. Doch sobald Alduin besiegt ist, dann ist die Reihe am Reich. Denkt daran, Evgir Unslaat. Ihr solltet euch freuen, Elisif. Als Jarl-Schoßhündchen des Kaisers habt ihr es weit gebracht. Doch passt auf! Die Gunst des Kaiserreiches ist launisch. Es wird diesen Krieg bald satt haben. Und dann werde ich euch die Spielregeln diktieren. Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kommt, Galmar. Vor uns liegt viel Arbeit. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Das hoffe ich auch. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ach, selbstverständlich nicht. Ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ja, der Esbern, der... Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Und wie soll uns das helfen? Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Ah. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen. Und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Ausgezeichnet. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Und wie lautet der Name dieses Drachen? In der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme.
aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Odd-Awin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. So, dann wollen wir mal den Schneedrachen.